Hallo Leute, hier ist wieder eure Bella. Heute mal ein kleines Pferdekaufvideo und gleichzeitig ein Update-News-Video. Denn heute ist nur ein kleines, aber feines Update reingekommen, würde ich mal sagen. Also ich habe schon ewig lange auf dieses Update gewartet. Nämlich der magische Pferdeknopf ist ins Spiel gekommen. Genau jetzt können wir endlich unsere magischen Pferde verwandeln, wie wir möchten. Sonst haben sich die magischen Pferde ja immer nur von alleine verwandelt. Also in der Zivilisation hatten sie eine ganz normale Fellfarbe und ist man dann ein bisschen abseits von der Zivilisation geritten, haben sie sich dann nämlich in der magischen Form gezeigt. Ich persönlich fand aber, die magische Form hat sich tatsächlich viel zu selten gezeigt. Also es gab jetzt nicht so viele Orte, wo die Pferde sich verwandelt haben und diese Orte waren auch relativ klein, also hatten einen relativ kleinen Umkreis, in denen die magischen Pferde sich gezeigt haben. Und deswegen finde ich es jetzt gut, dass man selbst bestimmen kann, wann und wie sich die Pferde jetzt verwandeln. Und ihr seht gerade, ich bin in meinem Heimatstall und die magischen Pferde sind ja im Heimatstall sonst eigentlich immer ja in der magischen Form oder haben sich in unseren Heimatstellen in der magischen Form gezeigt. Das ist jetzt tatsächlich nicht mehr so, denn ich mache mal kurz wieder das Interface an, dann klicke ich mal hier auf mein Amethyst Light, das magische Kleidstall und ihr seht auch schon, hier oben haben wir den magischen Pferdebutton. Genau, magisches Fell an, da klicke ich jetzt drauf und ihr seht, mein Amethyst Light, mein Eremis, er strahlt wieder in der wunderschönen magischen Form. So, jetzt gehe ich wieder auf den Knopf, drücke drauf und ihr seht, es braucht ein paar Sekunden, bis der magische Knopf sich wieder aktiviert hat, bis ich wieder hin und her wechseln kann. So, jetzt drücke ich da nochmal drauf. Ja, es funktioniert sehr, sehr gut, dauert aber wie gesagt ein paar Sekunden und ja, genau. So, das ist mein Amethyst Light. Ich finde diese Funktion wirklich, wie gesagt, wunder, wunder, wunderschön. Hier sind nochmal meine ganzen anderen magischen Pferde. Hier haben wir das Eila. Es zeigt sich gerade in der nicht magischen Farbe. Ich möchte es jetzt aber gerne in der magischen Farbe haben. Und oh mein Gott, das sieht so wunderschön aus. Oh mein Gott. Ich liebe diese Funktion so sehr. Ich habe übrigens mal alle meine magischen Pferde jetzt rausgeholt. Ja, also viele sagen ja, naja, das ist jetzt unnütz, weil das war ja das Besondere an den Urpferden, dass sie sich eben von selbst verwandeln und dass man nicht irgendwie den Einfluss hat, das selber zu bestimmen, wann sie sich verwandeln. Ja, da gebe ich euch recht. Das war auf jeden Fall das Einzigartige und Besondere daran. Aber es war auch irgendwie blöd, weil bei manchen magischen Pferden mochte man entweder also das magische Fell ein bisschen mehr, bei anderen mochte man wieder das normale Fell ein bisschen mehr und dann konnte man sich, ja, dann wollte man eigentlich mehr mit der einen statt mit der anderen Farbe irgendwie rumrennen. Das ging aber nicht. Vor allem, wenn ich jetzt zum Beispiel bei meinem Fawnsie die magische Farbe viel, viel schöner finde als die normale Farbe, ich aber trotzdem die meiste Zeit nur mit der nicht magischen Fellfarbe rumrennen kann, dann stört mich das tatsächlich ein bisschen oder es hat mich persönlich die ganze Zeit ein bisschen gestört. Jetzt kann ich sagen, okay, ich habe jetzt mal Lust auf die magische Farbe, naja, die magische Farbe mag ich doch nicht mehr so ganz. Jetzt habe ich mal Lust auf die nicht magische Fellfarbe. Und das ist doch eigentlich eine mega coole Funktion, oder? Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde das tatsächlich toll. Und ich meine, die magischen Pferde bleiben ja immer noch was Besonderes. Ich meine, ihre spezielle magische Farbe, die geht ja nicht verloren. Die ist ja immer da. Nur dieses Mal können wir halt beeinflussen, wann sie kommt und wie lange sie da ist. So, das ist das Urpferd. Urpferd, nein, es ist kein Urpferd. Das magische Pferd, das Tompouf. Das finde ich aber tatsächlich in der nicht magischen Farbe viel besser. So, noch ein paar Sekunden warten, genau. Ja, das dauert circa 3 bis 5 Sekunden, bis man den magischen Pferdeknopf wieder betätigen kann, wenn man den einmal gedrückt hat. Aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. So, hier finde ich bei diesem magischen Pferd die normale Farbe eigentlich auch mega cool. Oh Gott. Ja, die Goldstatue. Das ist einfach nur krass. Ah. Das ist cool. Jetzt kann ich euch meine ganzen magischen Pferde auch mal so zeigen, ohne dass ich mal noch ein anderes Bild einblenden muss oder so. Ach ja, ich liebe es einfach. Ich liebe diese Funktion total. Genau, auch hier bei den Fjordis, bei den magischen Fjordis, da mag ich tatsächlich die nicht magische Form viel lieber als die magische. Also natürlich ist auch die magische Form richtig cool und passt zu Halloween wirklich wie die Faust aufs Auge. Also das Design ist der Hammer. Aber die nicht magische Farbe finde ich halt doch bisschen besser und deswegen finde ich es mega cool, dass ich mit der nicht magischen Farbe jetzt tatsächlich die ganze Zeit rumrennen kann. Also wirklich so lange, wie ich will, so oft, wie ich will. Und wenn dann mal Halloween ist, kann ich sie einfach verwandeln und dann sehen sie cool aus und passen zu Halloween. Also ich finde das ganz toll. Muss ich wirklich so sagen, wie es ist.
So, das ist mein letztes Pferd. Das lasse ich auf jeden Fall auch in der magischen Form, weil ja, mein Partypferd, mein magisches Partypferd. Ja, es sieht wirklich. Da kriege ich Augenkrebs, wenn ich es angucke. Aber ich kriege guten Augenkrebs, weil ich mag das. So, ja, das waren nochmal meine ganzen magischen Pferde in der magischen und nicht magischen Form. Und jetzt würde ich sagen, mache ich mal einen kurzen Cut und wir sehen uns dann in Moorland wieder. Denn wir wollten ja noch unbedingt das Petra kaufen. Ja, da seht ihr es auch schon. Ich befinde mich hier direkt in der Zivilisation. Ich bin direkt am Moorlandstall und mein magisches Pferd ist immer noch in der, ja, magischen Fellfarbe zu sehen. Ich finde es so toll. Und da wir gerade schon mal hier sind, zeige ich euch gleich mal was. Star Stable hat ja schließlich gesagt, die magischen Pferde können sich im Rennen nicht verwandeln. Also da funktioniert der magische Pferde-Button irgendwie nicht. Das probiere ich jetzt einfach mal aus. Dann klicke ich mal wieder hier oben drauf. Ihr könnt natürlich auch C drücken. Dann öffnet sich das Inventar von Pferd und Reiter auch. Aber wenn ich jetzt hier draufklicken will, merkt ihr, es geht nicht. Es funktioniert nicht. Mein Amethystlight, mein Erinis ist immer noch in der magischen Form. Also ihr könnt, während ihr ein Rennen reitet, die magische bzw. nicht magische Fellfarbe nicht ändern. Das funktioniert in diesem Falle nicht. So, dann brechen wir das Ganze mal ab und dann laufen wir mal schnell zur lieben Petra. So, da haben wir nochmal das magische Kleidstay, das Petra. Stärke plus 3, Disziplin plus 2, Agilität plus 2, Geschwindigkeit, Ausdauer 0, ist kältebeständig. Ab Level 1 könnt ihr sie hier in Moorland kaufen. Kostet 750 Starcoins. Den langen Text werde ich hier an dieser Stelle natürlich nicht nochmal vorlesen. Und ja, ich kaufe sie mir einfach. Der Pferdekauf wird auf jeden Fall schnell vonstatten gehen. Ich habe nämlich schon einen Namen. Ich habe nämlich meine Kanalmitglieder gefragt, was denn so ein schöner Name ist für diese kleine Maus. Ich habe eine kleine Abstimmung reingetan und die meisten waren in diesem Falle für Stoneheart. Ha, 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 ha. Ha? Ja, Heart. Stoneheart, genau. Ich gucke nochmal ganz kurz nach, ob es wirklich Stoneheart war, aber ich glaube schon. Ja, ist tatsächlich so. Die meisten Kanalmitglieder waren tatsächlich für den Namen Stoneheart und deswegen wird die Petra jetzt Stoneheart heißen. Ja, jetzt habe ich beide Clydesdales. Also beide magischen Clydesdales. So, und da befinde ich mich mit der lieben Petra hier in Dandai. Wir wollen uns natürlich auch auf dieser Farbe nochmal ganz kurz alle Gangarten anschauen, aber wir schauen uns trotzdem erstmal Petra an. Oh, das ist keine gute Pose. ja, das sieht doch gut aus. Ja, die Petra, der Petra, das Petra, was auch immer, das magische Kleidste ist auf jeden Fall in der normalen Farbe ein Blue Roan. Ich finde das Fell sehr, sehr schön. Ja, wie Blue Roan eben so aussehen. Also ich denke mal, dass es ein Blue Roan ist. Wenn ich wieder irgendwas Falsches erzähle, korrigiert mich in den Kommentaren. Ich finde auch total süß, dass hier auf dem hellen Fell hier noch so ein paar kleine dunkelgraue Punkte mit eingearbeitet sind. Das finde ich total süß. Ja, schwarze Mähne, schwarzer Schweif. Das ist übrigens nicht die Originalmähne und der Originalschweif. Das ist, glaube ich, die ganz lange Mähne, die man beim Pferdefriseur auswählen kann, weil es gibt ja die Zöpfchen, die Knötchen, da gibt es eine kurze Frisur, dann gibt es die Frisur, die unsere Starterpferde tragen können und dann gibt es hier eben diese Frisur, diese ganz lange Mähne und diese haben die eben auf die Clydesdales draufgepackt. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schön, weil ich finde, das ist keine schöne Frisur, also es passt auf die Generation 3 Pferde überhaupt nicht mehr drauf. Die ist auch angeklatscht, also die bewegt sich kein Stück, nur der Shop bewegt sich und ja, das finde ich eigentlich schade. Das ist eigentlich der einzige Kritikpunkt hier bei den magischen Clydesdales. Ansonsten finde ich die wirklich total schön. Ich meine, man sieht hier auch die einzelnen Fellstruktur im Fell. Man sieht hier richtig, ja, wie die Bäckchen, wie ja, die Knochen in den Bäckchen hier so glänzen, ne? Also die, ja, und auch die Nüstern und alles so. Und oh mein Gott, das sieht einfach nur so detailliert aus, so schön gemacht aus, ne? Man sieht die Wangenknochen, hier so kleine Äderchen und hier noch ein kleines Abzeichen auf der Nase. Und ah, ich finde das alles so schön gemacht. Ich finde, das sind wirklich sehr, sehr schöne magische Pferde. Auch hier. Auch das magische Clydesdale hat von der Grundfarbe her lilafarbene Augen und dann noch so ein, ja, pinkes Muster drinnen, ne? Solche ganz krassen, starken, pinken Linien. Sieht ein bisschen aus wie ein Stern. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, also ist ein schönes Pferd. Sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Hier guckt man, wie es hier so dasteht. Ah, es gefällt mir richtig gut. Ja.
So, das ist die Petra in der nicht magischen Form. Wir wollen uns natürlich mal ganz schnell verwandeln. Es geht so einfach, das geht so gut. Das ist, ach ja, das finde ich toll. Zu der magischen Farbe sage ich nicht mehr viel. Die habe ich ja, glaube ich, schon gezeigt, als ich das Erinis gekauft habe. In der magischen Form ist es eben ein Stein, ein heller Stein, ein Runenstein. Wir haben nämlich auch hier am Popo rechts und links diese magischen Runenzeichen, die auch ab und zu mal aufleuchten, was ich extrem gut finde. Wir haben diese krassen pinken Augen und ja, die Mähne und der Schweif ist komplett grün, besteht aus Gras mit ein paar Ranken und ein paar Blümchen. Das finde ich auch sehr schön. Auch hier der Fesselbehang. Ups, Fesselbehang. Hier unten, das ist voller Moos und Ranken und Blättern, sieht sehr schön aus. Und generell auch, wie dieses Steinmuster drauf gepinselt wurde. Es sieht wirklich richtig echt aus. Es sieht wirklich dreidimensional aus, obwohl es nicht wirklich dreidimensional ist. Ne? Ihr seht ja hier die einzelnen Steine, die heben sich auch hier unten am Bauch. Die heben sich nicht ab, die sind immer noch, der Bauch ist immer noch glatt, aber es sieht trotzdem dreidimensional aus. Und ich finde das richtig schön gemacht. Der Rücken ist komplett grün, auch mit komplett Moos verwachsen, mit Blümchen und so weiter und so fort. Also eine wunderschöne magische Form. So, jetzt laufen wir aber mal kurz im Schritt. Im Trab. Leichter Galopp. Ein bisschen schneller. Das Schaukelpferd. Und wir gehen mal ganz schnell. So, dann halten wir mal an. Wir steigen einmal. Steigen bitte. Vielen Dank. So, wir gehen rückwärts. Ja. So, wir steigen nochmal kurz, weil es so schön war. Und dann versuchen wir mal zu springen. Und zack. Ja, da geht der Schweif aber ganz schön an den Bauch, ne? So plupp. Das peitscht sich ja selber aus. Gehen mal ein bisschen schneller. Vielleicht ist das Springen da anders. Ja, da ist das Springen tatsächlich ein bisschen anders. Also da peitscht es sich nicht mehr selbst mit seinem Schweif. Finde ich ganz lustig. Ja, zum Pferdefriseur können wir natürlich nicht gehen. Das geht ja, glaube ich, bei keinem einzigen magischen Pferd. Außer, glaube ich, bei den allerersten magischen Pferden. Bei den Nixies ging das doch mal, ne? Also bei den magischen Isländer-Modellen. Da ging das doch, glaube ich, mal. Ob das jetzt immer noch geht, weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube, wenn es noch geht oder gehen würde, dann sind das die einzigen magischen Pferde, die das eben können. Also die man zum Pferdefriseur schicken kann. Bei den anderen magischen Pferden geht das natürlich nicht. So, ihr Lieben, das war's aber vom gestrigen Update und vom Pferdekauf-Video von Petra. Ich finde es einfach nur klasse, dass wir jetzt bestimmen können, wann sich diese magischen Pferde verwandeln können und vor allem für all diejenigen, so wie ich, die immer ein passendes Outfit für diese magischen Pferde suchen, ist es jetzt natürlich auch nochmal ein bisschen leichter, weil man kann sich ja vorher entscheiden, ob man mit der magischen oder nicht magischen Fellfarbe herumreiten möchte und je nachdem, wie zum Beispiel bei der Petra, würde ich jetzt gerne in dieser Form weiter herumlaufen und dann wäre natürlich ein braun-grünes Outfit, glaube ich, perfekt für dieses Tier und ja. Okay, ihr Lieben, das war es auf jeden Fall vom gestrigen Update. Es war klein, aber fein. Ich meine, sie hätten es noch mit Erinis und Petra mit dem Update von letzter Woche kombinieren können. Das wäre richtig toll gewesen. Aber ja gut, wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Wir sind bei Star Stable. Man kann nicht alles haben. Es muss leider auch Gottes mal wieder kleinere Updates geben. Und ja, ich bin aber trotzdem zufrieden. Und genau, ich hoffe, das Video hat euch wenigstens ein bisschen gefallen. Und ich hoffe, wir hören uns im nächsten Video oder nächsten Livestream wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.